Hallo erstmal und herzlich willkommen, Freunde des Weltraums. Heute steht auf meiner Liste ein Spiel, was ich euch schon vor einiger Zeit in der Vorabversion vorgestellt habe. Nennt sich Underspace, möchte der geistige Nachfolger von Freelancer werden und ist heute erschienen. Und deshalb freue ich mich heute zum Release, euch wieder etwas von Underspace zeigen zu können. Und deshalb steigen wir auch gleich mal ein, nämlich zum Ende meines ersten Videos. Also wer das nicht gesehen hat, wie es begonnen hat, das Spiel, schaut euch das erste Video noch an. Wir steigen also ein, wo wir unsere Passagierin mitgenommen haben und dann natürlich kläglich gescheitert sind. Und deshalb probieren wir das gleich nochmal ein zweites Mal. Ne? Neue Chance, neues Glück. Also rein da. Da waren wir, beziehungsweise sind hier zerlegt worden an diesem Portal und wir müssen jetzt zum Jumpgate zurück. Wir sollen ja mit Pyrona, das ist ja unsere Passagierin, zur Rickenrand Shipyard zurückfinden. Und wir werden hier gerade, so wie es aussieht, immer noch verfolgt. Ich hoffe mal nicht, dass sie uns wieder auflauern. Mal gucken. Ah, nee, ich glaube, wir entkommen diesmal. Also hat sich einiges verändert mit der Version. Ist ja Early Access das Spiel. Aber ich sehe, die Texturen sind deutlich besser geworden. Also da hat man wirklich dran gearbeitet. Soundmäßig auch. Gibt es auch ein paar neue. Und auch ein paar Locations sind auch dazu gekommen, beziehungsweise so Deko. Sieht alles hier ein bisschen gefüllter aus. Schauen wir uns mal die Karte an. Ja, das ist die Galaxiekarte oder beziehungsweise die lokale Map. Das ist ja hier diese Galaxiekarte. Also das ist ja riesengroß, das Spiel. Da hat man ordentlich zu tun. Und wir befinden uns gerade hier, da wo es grüne ist. Haben wir hier das, die Universum-Map. Also wenn man sich überlegt, das ist die Galaxie-Map. Das sind Stürme, kann man sich anzeigen lassen. Und dann gibt es hier die Universum-Map und dann sieht man schon, oha, es ist einiges, was da auf einen zukommt als Spieler. Ja, also da hat man ordentlich auch zu tun. Gut, also wir sollen erstmal zur Rickenrand zurück. Dass diese ganzen Jump-Gates oder Speed-Gates oder wie man die nennt, das erinnert mich so ein bisschen an X4. Also so eine Mischung, X4 und natürlich halt Freelancer. So, wir sollen zum Wegpunkt. Ah ja, da sollen wir hin. Sieht so aus, als ob wir es doch schaffen, Pyrona da abzugeben. So, und wir müssen ja auch irgendwie andocken, ne? Mit F. Ah ja, da sollen wir hin. Gut. Machen wir mal den Booster an. Ja, von der Steuerbarkeit muss ich sagen, hat sich auch einiges getan. Es ist deutlich direkter, das Spiel. Lässt sich gut steuern. Auch vom Interieur der Raumstation hat sich auch einiges getan hier. Ne? Also, da sind jetzt Bänke. So, da geht die Story jetzt weiter. Ist zum Release, beziehungsweise die Early Access Version, enthält noch keine deutsche Übersetzung. Aber ich möchte mit euch auch nicht die Story durchgehen, denn ich denke mal, die soll für euch bleiben, die Story. Ich möchte da jetzt also auch nicht so viel spoilern, sondern ein bisschen was von dem Game so zeigen. Gut, also, wir haben da jetzt ein Ausrufezeichen. Da ist irgendwie ein Schlüssel oder was das ist. Keine Ahnung. Ich klicke mal hier einfach alles durch. Waffen. Ja, Waffen. Was haben wir denn da? Aktive Waffen. Sunbeams. Das sind unsere Laser, die wir haben. Gunsmissile noch nicht. Hier unten haben wir noch, so wie es aussieht. Was ist das? Webeater nennen die sich. Hüllenschaden 70. Schildschaden 280. Feuerrate 4 Sekunden. Huha! Was denn hier passiert? Der hätte mich fast
fast überfahren hier. So, wir sollen nach Voldrick zurück. Und den Waypoint nutzen. Na bitte, sind wir ja da. Das ging ja flott. So, und wir müssen jetzt da hinten durch den blau markierten Wegpunkt zum Planeten runter. Ups! Ja, das kann ja nicht sein, oder? Passiert. Ich sollte da durch. Ja. Ja, beim erneuern Flug jetzt wieder auf den Planeten bin ich gerade von zwei Leuten hier rausgenommen worden. Ah, nein. Ich will ja kämpfen. Ah, da kommt noch einer. Uiuiui. Also die Waffen sind gar nicht mal schlecht. Oh, 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 oh. Habe ich ihn jetzt erledigt? Nee, habe ich nicht. Das ist... Ah, gar nicht so einfach hier, ne? Gleich habe ich ihn. Okay. Ach, die fliegen immer hier. Uiuiui. Komm, den schaffen wir. Eieieiei, was ist denn hier los? Das war ein Space Truck oder sowas oder ein Frachter, der hat ordentlich gehupt. Ich sag ja, ein Verkehr hier, das gibt's ja gar nicht. So, ich halte mal hier an. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Muss ich hier irgendwie docken oder so mit F-Taste? Oh, warte mal, auswählen, ne? Ja, klar, Leute, ja. Muss auch die Ringe auswählen. So, jetzt können wir rein. Na bitte, haben wir es ja eben geschafft zum Planeten. So, wir sind jetzt zurück vom Planeten, haben da jetzt mit unserem Freund gequatscht und sollen jetzt die nächste Quest annehmen. Und die gibt es hier in dieser Basis. Hier, da. Da ist ein rotes Ausrufezeichen und da fliegen wir jetzt mal hin und docken mal an. Ist ja hier im Übrigen gleich die nebenan. Einmal anvisieren. Und Docking Request. Sehr schön. Also, man lernt es auch relativ schnell. Am Anfang ist das noch alles ein bisschen viel, aber
20 Minuten später weiß man, was man macht. So, da sind wir angekommen. Gut. Wo soll jetzt die Quest sein? Da gibt es wieder jemanden, der ein bisschen was erzählt zur Lore hier. Ah, hier sieht man auch neue Schiffe. Sehr schön. Es gibt also auch neue Schiffe. Ja, na, also auch neue Skins sind auch dabei. Also haben wirklich viel gemacht. Wir müssen mal in die Bar gehen. Gucken wir uns mal die Bar an. Ah ja, haben sie auch hübsch gemacht. Sehr hübsch. Ach, guck mal, hier steht auch gleich einer. Ach, das, der hat die Quest. Daniel Kulese. Der möchte von uns was. Ja, ob wir einen Moment haben, denn er hat einen Job. Natürlich, Daniel Kulese. So, er fragt nach einem neuen Projekt, was er sich so ausgedacht hat, ob wir da ihm helfen können. Gib das jetzt mal so einfach allgemein wieder. Oh, er redet viel. Any questions? Nein, keine anderen questions. Gut. Swapped oder wie das heißt. Ich glaube swapped, ne? Was ist denn das? Das ist Breaking News. Ach, guck mal an, hier gibt es auch Nachrichten. Ah, das ist ja witzig. Man hat hier wirklich auch Nachrichten. Das ist interessant. Sehr schön. Ach, sogar, es gibt sogar hier Aktienkurse oder Preiskurse. Hier ist ein Jobboard. Ah, okay. Hier gibt es noch Jobboards, wo man Geld verdienen kann. Difficulty 6, ich nehme an, 6 ist das Level. Criminal Elimination, Level 4. Lounge to Space, alles klar. Wir müssen ja eh noch das erledigen. Erstmal raus aus der Station. Okay, und das da hinten, ja, ist blau, ne? Blau ist die Quest, da müssen wir hin. Dann starten wir mal. Ich weiß zwar nicht, warum er mich woanders langführen will, aber vielleicht nimmt er ja Standardwege oder sowas. Das liegt da mitten in einem Asteroidenfeld. Ich frage mich gerade, was die 10 Ilk sind. Leider können wir den Elvis-Antrieb noch nicht starten. Doch, jetzt können wir ihn starten. 30 km noch entfernt, da fliegen wir ewig. Aber mit dem Elvis-Antrieb geht das schon viel schneller. Ich finde das in der Ansicht hier, in der First Person, von der Steuerbarkeit halt deutlich präziser. Aber, wie immer, die Übersicht ist hier deutlich besser. So, da ist dieses Schlachtschiff. Und da soll es irgendwelche Ilks geben. Müssen wir uns mal angucken, weil es soll ja verseucht sein mit Ilks und es soll, so wie ich das gehört habe, radioaktiv sein. So weiß ich nicht, was Radioaktivität macht. Ja, das habe ich mir gedacht, da war es schon. Wir sind in einer radioaktiven Zone. Das haben die ja so leicht angedeutet. Ist aber ein altes Ding, ja. Und was soll das jetzt sein? Ilks, da klebt, da ist irgendwas Blaues. Da sieht man diese blauen Punkte. Vielleicht sind das die Ilks. Ah ja, Vorsicht hier. Au, das zerrt an meiner Hülle, an meinem Leben.
Ja, okay, also hier steht's auch. Einige Gebiete sind ziemlich verseucht mit gefährlichen Energien. Sie machen direkten Schaden an deinem Schiff und übergehen deine Schilde. Du kannst diesen Schiffs oder die Hülle kannst du mit G reparieren. Alles klar, müssen wir uns mal ranhalten. 10 Stück von den Ilks und was soll das sein? Haben die gerade. Oh, die Ilks, die machen komische Geräusche. Oh, ich muss mal kurz hier raus. Oha. Immer noch. Oh, eieiei. Hören sich aber niedlich an, diese Ilks. Da muss aber noch irgendwas sein. Da ist noch was Blaues. Nee, es ist nicht. Mie, machen sie. Mie. Okay, oh, die Hülle ist ganz kaputt. Oh nein. Ich brenne für dieses Schiff. Ich brenne. Oi, oi, oi. Muss mal hier runterschrauben und erstmal hier reparieren. Boah. 3 Ilks noch. Okay, einmal reparieren. Wir haben auch nichts mehr. Wir müssten sonst wieder zurück. Müssen wir vorsichtig sein. Ich sehe momentan, da könnte was sein. Moment mal, da vorn. Nee, das ist nix. Müssen wir mal gucken. 3 Ilks brauchen wir ja nur noch. Da kleben welche. Okay, da meldet sich einer. Wir fliegen mal kurz hier raus aus der Zone. Ah, jetzt ist es gesäubert. So, eins sagt, sorry, meine Ilks. Er sagt halt, das sind nicht seine direkt, aber er beobachtet die. Er studiert die, so wie es aussieht. Ja, tut er. Also er studiert die. Warum macht er das aber an dem Schlachtschiff, an dem alten? Gut, das ist natürlich wieder interessante Geschichte. Die will ich euch natürlich aber nicht spoilern. Die sollt ihr natürlich selbst rausfinden. So, aber die Radioaktivität ist hier gerade sehr gering jetzt. Können wir uns das mal genauer angucken, das Schiff hier? Ich weiß gar nicht, kann man hier unten rein? Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Ist aber schon ziemlich groß, das Schlachtschiff. So, jetzt sind wir unterwegs im Nebel und haben Besuch bekommen. Von Matakrosk. Oha. Mal gleich hier eine schöne Begrüßung. Au! Das war nicht gut. Bei den ganzen Bossfights habe ich jetzt herausgefunden, dass man eine Ausweichfunktion mit dem Schiff hat, die nichts kostet. Oh, Vorsicht! Aber muss ich bei den Bossfights halt auch schon gut konzentrieren. Und gezielt schießen, nicht wie ein Wilder durch die Gegend ballern.
bringt in diesen Bossfights gar nicht, weil die Gegner doch relativ schlau sind. Und auch ein gutes Flugverhalten haben. Bei den kleineren Leveln geht das noch. So wie bei denen hier. Aber nachher... Bosse oder sowas, die sind schon richtig knackig. Die haben auch eine gute Art zu fliegen, sag ich mal. Und was ich noch festgestellt habe, man muss mit dem Schiff viel rollen. Das macht das ganze Zielen auch deutlich einfacher. Oh, da war ich ein bisschen schneller als er. Ah ja, er haut ab. Er will flüchten. Komm, den holen wir uns. Der ist wirklich abgehauen, du. Benko Helsen heißt er. Na gut, dann lassen wir ihn mal. Denn ich hatte hier einen Wrack entdeckt. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Hier, was man so im Nebel alles findet. Aber ich komme da nicht ran an den. Halten wir mal kurz an. Wir sind momentan im Voldrick-Nebel und da ist hier zum Beispiel, habe ich hier schon einen Wrack geplündert. Und hier ist noch ein Wrack. The Beige Bandit, das ist die Patrol 31. Da gibt es dann immer netten Loot. Und da werden wir uns jetzt noch hinbegeben und da haben uns natürlich die beiden Gegner gerade aufgehalten. So, da oben liegt auch noch was. Was haben wir da vergessen? Ah, Hole Webbing. Können wir ja mal schnell ranfliegen. Jetzt wahrscheinlich bei dem Kampf nicht mitgenommen. Kann man immer gut gebrauchen. Wenn ich es denn aufgehoben bekomme, denn ich bin ja voll eigentlich. Reparaturen brauche ich gerade nicht. Nein. Naja, kann ich nicht mitnehmen. Okay, das heißt, wir müssen hier... das Wrack oder die Wrack scheint ein etwas größeres Schiff zu sein. Oder? Denn die Patrouille 31, die ich da hatte, die wiederum waren drei kleine Patrouillenschiffe, die da so im Nebel lagen. Das sieht auch so aus wie ein kleines Schiff. Oh, eieiei. Er ist etwas... Ja, ist ein kleines Schiff. Ist jetzt nichts Größeres. Abschleppen kann man es nicht, leider. Hab jedenfalls die Fähigkeit noch nicht. So, ich schieß mal drauf. Und was ist da an Loot? Da haben wir jetzt Mother's Milk, Shield Knight und Mother's Milk bekommen. Und was ist das? Das ist Narcotics. Kann ich aber nicht aufheben. Gut, da kommt schon wieder was Neues. Da ist ja wahrscheinlich der Helsen mit seinen Freunden zurück. Diesmal sind es drei. Da ist auch ein Boss bei. Ja, und das merkt man schon. Die sind nicht ohne. Hier muss man... Oha. Ja, die sind ein bisschen besser. Da muss man die Nerven behalten, denn drei sind schon mal nicht ohne. Zwei gehen immer noch. Das muss auf jeden Fall der Helsen mit seine Freunde sein. Vom Helsen. Wenn er auch jetzt nicht bei ist. Ah, die haben mal ordentlich eine verpasst.
Okay, den haben wir. So, den nächsten. Dashel Maska heißt der. Kann man so ein bisschen die Kanonen aufladen nach dem Sprung. Ah, Dashel Maska, ist das der Boss, den ich jetzt ja, ich habe den eingeloggt. Das ist der Boss. Man merkt halt, der fliegt auch ganz anders. Da muss ich mal ein bisschen mehr rollen und den Nachbrenner benutzen und die Ausweichfunktion. Näher rankommen. Mit dem Nachbrenner sind wir näher am Ziel. Ah, die Rollen nicht vergessen, die Rollenfunktion. Macht das alles ein bisschen einfacher hier. Oha. Er ist aber... Haben wir auch. Gut, jetzt haben wir nur noch einen. Ach nee, das ist der Boss übrigens. Eldar Solmesi Haska. War eigentlich unten eingeloggt gewesen. Der Boss. Aber scheinbar zeigt er die angreifenden Ziele an, die mich angreifen. Der haut mir jetzt nicht ab. Wollte da beiseite chasen. Ops. Oh, der hat was gedroppt. Was Schönes. Upsa. Der hat eine Bombe hinterlassen. Ich habe irgendwie ein Questobjekt bekommen oder sowas. Kann das sein? Ach nee, ich bin aufgestiegen im Level. A Savage Raid. Da könnte man eventuell hier noch Ammo. Ja, Ammo ist auch nicht schlecht. Shield Charge. Nehmen wir mal auf 15. Savage. Nehmen wir mal auf 4. So, das sieht aber schon mal ganz gut aus. Muss man jetzt noch irgendwas hier machen? Nee, ne? So. Ja, und so kann man im Nebel natürlich nach Wracks suchen, nach Loot suchen. Da war übrigens ein roter Kreis wieder. Da zum Beispiel 3 rote Kreise. Heißt also, das sind meistens immer interessante Sachen wie Wracks. So, da hinten ist halt noch dieses Hoolwebbing und hier irgendwo wird noch die Narkotik rumliegen, also die Narkotika. Das brauchen wir nicht. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal dieses System verlassen und ein anderes System besuchen. Bis gleich. So, da sind wir jetzt an dem ersten Sprungportal zum nächsten System angekommen. Das Witzige an der Sache ist, ich habe festgestellt hier, die werden angegriffen. Also nicht nur ich, sondern auch die NPCs kämpfen gegeneinander. Das ist schon eine coole Geschichte. Und einmal da durch. Nun geht's los. Schöne Animation. Hat mir gefallen. Und es sieht
Kedricks System sieht anders aus. Ja, hier gibt es übrigens auch eine Quest. Carry My Depot. Ja, so kann man dann halt verschiedene Systeme anfliegen. Und dann halt auch die Questen. Oder die Quests ja annehmen und dann auch erledigen. Da kommen schon wieder die ersten Gegner. Ach, das geht auch schon wieder los. Ja. Wir fliegen wieder zurück. Und sind wieder im Voldrick-System. Ja. Also, man kann sagen, was man will, aber mit dem Spiel ist man wirklich frei. Man kann ganz, ganz viel machen. Hier passiert auch ganz, ganz viel. Es wirkt nicht statisch, sondern sehr, sehr lebendig, denn es gibt ja auch Frachter und Patrouillen. Muss man sagen, Hut ab. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. Also, wir sehen uns im nächsten Gameplay, im nächsten Angespielt oder im nächsten Livestream. Vielleicht sogar nochmal im Stream mit Underspace. Bis dann. Tschüss.